Krankenmeister, Krankenmeister, Hausmeister, wollen wir das überhaupt? Jetzt erstmal hier, ernten, ne? Gemüse ernten, komm. Dann machen wir jetzt einen Schnelldurchlauf, kennen wir ja schon. Ernte, Ernte, Ernte. Sieht gut aus, Gemüse ist einsatzbereit, lalala. Kommen wir jetzt wieder, Mauerpaprika. Ja, also eigentlich hätten wir das mit Ernten noch sparen können, das nutzen wir nie, also das ist halt so. Ganz viel Gemüse, aber wenigstens können wir Nanako eine kleine Freude bereiten, das ist ja auch mal was Schönes, ne? So, hey, Flips, die Langeweile? Ja, habe ich. Okay, setz dich hin. Okay, es geht weiter. Durch jemanden Nanako aus irgendeinem Grund in dein Zimmer geschoben. Geschoben? Ja, wie so ein Gegenstand oder was? Ja, ich werde jetzt sozusagen die Aufsichtspflicht übertragen, ne? Du kannst ab jetzt hier Nanako adoptieren. Ich hab da keine Lust mehr drauf. Ich hab gemerkt, du bist ein besserer Vater als ich, also tschüss. Oder was willst du mir sagen damit? Du schieb mal irgendetwas vor. Sorry, but can you go call Nanako down here? Na, was denn? Okay. 10 Stunden später. Du hast Nanako gerufen, wie Doshima es dir aufgetragen hat. Ja, habe ich sogar selbst gekauft, ne? Ja, ist aber wahrscheinlich wirklich, dass ich jetzt sie adoptieren muss, oder? Well, today is a special day for us. Aha. Heute erkenne ich, dass ich Vaterpflichten habe, oder was? A special day? That's right. Today is the day when you, me and him become family. Aha, ich sag's doch, okay, also wirklich jetzt. Aber dann, ganz ehrlich, Doshima, jetzt gerade eben setzt du die Erwartungshaltung sehr hoch, ja? Halte es ein. Dann sei wenigstens auch fair zu der armen Kleinen, ja? What about before? Ja, zuvor hast du mich einen Scheißsack interessiert, das sagt er wahrscheinlich jetzt. Well. Ja? Anyways, it's the day that we become a real family. Tja. Das kannst du dir nicht erklären. Siehst du, jetzt hast du verwirrt. I don't really get it, but it makes me happy. Ja. Er kann halt ihr sagen dazu, ich hab's bis zu dem Zeitpunkt völlig verkackt als Vater, aber. Ja. Alright, let's eat. Yeah. Na dann, ich will auch was abhaben von der Torte. Ihr habt gemeinsam einen gemütlichen Abend verbracht. Schön. Nanako hat sich total verausgabt und ist eingeschlafen. Well. Also ich jetzt Fresskoma oder was, ne? Sorry about making you go along with this. Ich bin's doch gewohnt. Also, ich sag mal so, wenn ich mich nicht um Nanako kümmern werde, sonst, ne? Ja, kein Problem, komm. Really? Na klar. Wirkt erleichtert. I felt like I needed to do this to draw the line. Ja, aber jetzt musst du dich auch kümmern, ja? And I wanted Nanako to know. She has to know how important my daughter is to me. Jetzt musst du dich auch kümmern. Jetzt keine falschen Versprechen, das wäre nämlich echt scheiße. Ne? She's looking more and more like Chisato. Und das ist was. Ja, da musst du jetzt nicht so böse gucken, das ist doch gut. Also. Her smile, her strong attitude. It was hard for me to even look at Nanako's face, because she reminds me so much of Chisato. Chisato died because she went to pick up Nanako. There were times when I'd come close to believing that. But even then, I can't count the number of times she saved me just by being there. Ja, aber jetzt musst du auch mal eigenständig sein, das gehört dazu, ne? If I was living by myself, I would never have thought about taking you in. I think I was scared. Scared to have someone else around. Also ich verstehe dich nicht, wirklich, ich verstehe dich. Du hast immer noch deine Tochter gehabt, also. Du bist ja eigentlich nicht einsam gewesen, du hast dich einfach nur einsam gemacht und ja, ich verstehe schon, ne, also ich bin schon empathisch genug zu verstehen, dass er natürlich irgendwo da wahrscheinlich auch, ja, total traumatisiert ist von dem Tod seiner Frau und sowas, aber trotzdem, also es gibt schlechtere Ausgangssituationen dafür, ne, muss man ehrlich mal sagen. I was afraid we'd become a family and then I'd lose it all again. Ja, wird ja mal passieren, wenn ich ja eh wieder gehe, nächstes Jahr, dann bin ich ja weg, halt. Dann verlierst du die wieder. Ja. I was running away by chasing a guy who'd run away himself. It was almost funny. Er lächelt traurig. I've been scared this whole time.
Ja. That's why I used revenge as an excuse to not spend time with her. Ja, das ist super traurig. Ich meine, what the fuck, ist es trotzdem ein kleines Kind, ja? Ich meine, du musst dich doch trotzdem kümmern. Okay, aber ab jetzt musst du der Superdad sein, ne? Ich sag's dir. Du fliehst nicht mehr? Also das erledige ich jetzt damit, ja? That's right. Ich hoff's. I can't make Nanako wait any longer. Ja, ich glaube, du hast schon genug psychische... Da ist ja schon großen psychischen Knacks zugefügt. Das reicht langsam mal, glaube ich, ne? Dojima nickt. Running, regretting, that crap all ends tonight. Bitte. I'm not gonna lose the things that are important to me. Never again. Ich hoff's. Du spürst Dojimas Entschlossenheit. Das freut mich, immerhin. Ich meine, ist ja schon mal eine gute Entwicklung. Ich hoffe, es bleibt dabei auch so. In der nächsten Szene sagt er wirklich, ich muss auf Arbeit, während Nanako da sterbend auf dem Sofa liegt, ne? That's the strength you show me. Ja, siehst du. Thanks. Was wärst du nur ohne Flipsy? Flipsy, Schnipsy, Frau Präsident. Bevor du auf dein Zimmer gehst, sitzt du noch eine Weile still bei Dojima. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt kommt, also... Jetzt regnet es noch einigermaßen hier. Schulfrei. Was möchtest du heute tun? Mal gucken, es regnet wieder. Und es ist arschkalt. Nanako ist wieder süchtig. Wir speichern erstmal. Also können wir das Dojima abnehmen? Können wir ihn abnehmen, dass er sich wirklich jetzt um seine Tochter kümmert? Hm. Ich weiß nicht. Ich bin zu skeptisch, was das betrifft. Also... Also es wird wieder niemand da, so. Aber weißt du, was wir mal machen können tatsächlich? Wir können mal fischen gehen. Damit wir das mit der Katze mal erledigen können noch. Lass mal fischen, haben wir lange nicht mehr gemacht. Komm, lass mal fischen, haben wir ewig nicht mehr gemacht hier. Aber wir haben Brotkrümel, naja, gut. Jetzt gucken wir, wie das funktioniert hier. Aber warten, bis das Ding untergeht, glaube ich, ne? Ja. Ach, halten war es. Ja, stimmt. Es war halten. Ich bin schlecht darin. Alter, Falter. Ich habe schon mal vergessen, wie das geht, weil es so lange her ist hier. Angelschnurz gerissen. Weiter angeln. Ja, ja. Komm, mach. Nochmal, bitte. Ja, der Persona-Angelsimulator. Welch ein Spaß. Jetzt haben wir es doch. So. Was haben wir für ein schönes Ina-Barbarelle, ne? Ne Genji Ayu. Kannst du noch dreimal versuchen. Komm, wir nutzen das jetzt mal richtig aus, wenn wir schon mal da sind hier. Naja, jeder braucht Hobbys und ich angel gerne. Ist doch schön. Ja. Na. So, und da haben wir die nächste. Die gleiche oder haben wir diesmal? Ah! Roter Goldfisch, ne? Wir finden sogar mal andere. Aber bei Regen war das ja irgendwie so, dass er potenziell bessere Fische fangen kann. So unterschiedliche Fische vor allem auch. Und weiter. Sehr schön. Und es ist der gleiche Fisch wie gerade eben. Also wie am Anfang. Naja. So, komm. Da haben wir wenigstens wieder was wir an die Katze verfüttern können. Vielleicht schaffen wir das dann ja endlich mal irgendwie. Vielleicht können wir das Katzenjunge irgendwie herlocken mit einem Fisch oder so. Ne? Ich verstehe, warum das so lange gedauert hat, bis das Baby, also Katzenbaby, aufgetaucht ist. Also ich meine. Die Zeit wirkt daran, dass ich die große Katze, so lange füttern musste, bis dann irgendwann. Das Katzenjunge getriggert wurde, weiß ich gar nicht. Also, kann man vom Angeln so erschöpft sein? Ist Angeln eigentlich nicht so eine total entspannte Situation? Also ich will jetzt hier niemanden irgendwie zu nahe treten, der gerne angelt, aber während die meiste Zeit kann man noch relativ entspannt sich zurücklehnen und warten, bis sozusagen ja, jemand anbeißt. La 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 la. Riese! Hey Senpai, oha und Glücksfall, dass ich dir um die Zeit begegne. Ich habe im Laden geholfen und bin gerade fertig geworden. Willst du Zeit mit dir verbringen? Yes. Klar. Ich will dich ja weiter hier ausbauen.
Senpai. Wusstest du, dass unsere Vorstellung bei Juness im Internet ein Riesenerfolg ist? Die Leute schreiben Kommentare wie, welche Band ist das oder wann treten die das nächste Mal auf? Ha, vielleicht hätten wir das länger als nur einen Tag lang machen sollen. Hey Senpai, warum geben wir nächstes Mal nicht ein Geheimkonzert? Geheimkonzert? Na gut, wie viele kommen da? Zwei Leute. So die drei Leute aus der Familie oder was? Ich hab die Nase voll bekommen und gesagt, nein. Hey, nächstes Mal singe ich, komm jetzt hier. Oh, du glaubst also, du kannst singen? Dann singen wir doch ein Duett. Oh, Riese ist wirklich Feuer und Flamme, ich merke schon. Ich sehe jetzt schon die Blocks. Wer ist der Typ und wie nah steht er und Risette sich? Riese lacht neckend. In nächster Zeit gebe ich Asthma keine weiteren Konzerte. Noch bin ich nicht zurück im Showbiz. Okay, aber wenn ich Teddys Kostüm trage, wissen die Leute nicht, dass ich Risette bin. Ja, aber dann bringst du ja Teddy in eine unangenehme Lage. Stell dir mal vor, er wird dann berühmt und dann muss er sozusagen das alles ausbaden. Du hast nett mit Risette geplaudert, du spürst da was, wird bald stärker werden. Ach hier übrigens, ich hab noch was richtig Ekelhaftes für dich, hier so einen alten Fleischkaugummi, der unter der Theke geklebt hat. Ich sollte nach Hause, dass Oma sich Sorgen macht. Ach hier, Senpai. I want you to have it, Senpai. Maissuppe-Cracker. Die Sachen klingen nicht so lecker, die uns immer geben. Also, Maissuppe-Cracker. Darauf stehe ich in der Zeit neuesten, für dich habe ich auch was. Na dann, schönen Abend noch, Senpai. Bussi. So, du verabschiedest dich von Riese und gehst mit ihr, gehst nach Hause. Ja. Naja. Maissuppencracker. Was ist das? Senpai. Hey, was geht? Wie lange, hat lange nicht geregnet, oder? Laut Wetterbericht schüttet es die ganze Nacht durch. Wir müssen uns den Midnight Channel ansehen. Ja, na klar. Was da wohl zu sehen ist? Ist lange nichts mehr passiert. Aber wir müssen trotzdem vorsichtig bleiben. Aber außer uns weiß keiner, wer der wahre Mörder noch... Außer uns weiß keiner, dass der wahre Mörder noch frei rumläuft, oder? Eigentlich müssen wir uns noch viel mehr reinhängen, weil die Bullen ja nicht mehr an dem Fall arbeiten. Was soll das überhaupt sein? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich hab's gerade versucht, mir irgendwie bildlich vorzustellen. Hey, Hoseichan, haben wir uns nicht neulich im Buchladen Yomen Naido gesehen? Was? Du hast mich gesehen? Ich hab die neueste Ausgabe von Der gemobbte Lehrer gekauft. Da Juness ihm die ganzen Kunden wegnimmt, ist es im Shoppingviertel leer. Da hört man einen Kankodori chilpen. Hey Leute, geht nicht so oft zum Juness, geht auch mal ins Shoppingviertel. Wer kann mir sagen, was für ein Vogel der Kankodori ist? Hana-chan, du zwitscherst doch gern. Es gibt wirklich einen Vogel, der Kankodori heißt? Ich dachte, das wäre nur eine Redewendung. Kankodori. Ich hab... keine Ahnung. Kuckuck. Kankodori, Kankodori. Irgendwie klingt das so wie Kuckuck, ne? Also Adler ist mir zu, ne, Krähe vielleicht auch nicht. Kankodori. Ich nehme Kuckuck. Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie gehört Kankodori. Ja, so ist es. Auf dich ist Verlass, Hana-chan. Der Kankodori ist eine Kuckucksart. Die Namen ähneln sich so sogar etwas. Sein Chilpen klingt traurig. Daher kommt die Redewendung. Es gibt dazu sogar ein Haiku von Basho. Kankodori, wie einsam ist mein trauerndes Herz. Ja, das soll ich in der Prüfung abfragen. Puh, das war knapp, danke. Du spürst das, toll, wow. Redeweite hat sich aber erhöht, das ist gut. Ne, wir brauchen noch unser, irgendwas muss ich noch erhöhen, damit wir Nachhilfelehrer werden können. Was war denn das nochmal? Ich guck mal ganz kurz hier. Clipsy. Verständnis. Redeweise ist scheißegal, wir brauchen ein besseres Verständnis irgendwie. So. Ja, hier wird wieder keiner sein, denke ich mal. Ach, du da. Ja, komm, rede ich halt mit dem, weil... mein Fachgebäude, ist da noch jemand? Nee. Dann quatschen wir mal mit dem Bruder da. Machen wir das halt. Falls er mit uns reden möchte. Flipsi-san, hallo. Was für ein Regen. Wenn es regnet, kümmert sich mein Vater um die Lieferung. Währenddessen muss ich auf den Laden aufpassen. Aber ich bin nicht in der Stimmung dafür. Ich werde hier bleiben, bis ich mich bereit fühle. Wow, du bist ja schon egoistisch, mal ehrlich. Okay. Ja, ja, immer ich. Aber tut mir leid, das war nicht für deine Ohren bestimmt. Ach so. Also willst du doch nichts mit mir unternehmen, dann halt nicht. Du hast deine Chance verwirkt, mein bester Freund zu werden. Ne. So ist das halt. Klatsch, 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 klatsch. Haben wir ja noch jemanden? Wahrscheinlich nicht. Ja, komm, gehen wir wieder hier ins Eier. Ja, ist egal. Obwohl wir das mittlerweile gar nicht mehr machen müssen, oder? Ich meine, mittlerweile ist doch fast durch hier. Ja.
Verständnis. Ich meine, es verbessert immerhin Verständnis, oder? War es nicht so? Ja. Aber irgendwie Verständnis kriegen wir nicht hoch. Also ich weiß auch nicht. Irgendwie... Ich weiß nicht. Können wir mal irgendwie machen, was wir wollen? Das, also die... Weiß ich nicht. So die Grenze fehlt dann immer noch. So. Dad's late. Ja, welche Überraschung. Hat er gerade versprochen, er wird ein Super-Dad und dann sowas, ne? Did he forget his keys? Na, ist es. Aha. It was the delivery man. He was asking where Mr. Takahashi's house is. Ja, und dann sag mal, wo ist er? Okay. Hello. This is the Dojima residence. Ach, scheiße, der Mörder sagt ja, ihr werdet alle sterben. Hi Dad. Ja, Nanako, ich kann wieder nicht kommen, wetten. Uh-huh. All right. Was ist so ein Arschloch? I know it's your job. Ich weiß, das ist geskriptet hier, ich weiß auch, dass es einfach prädeterminiert ist, dass es hier an der Stelle wieder passiert, aber meine Fresse trotzdem. Also von der Logik her ist es schon wieder, ja, hier, komm, wir feiern, dass wir eine tolle Familie sind, dann scheiß da drauf. So ein Arschloch, uh-huh. Wirklich. Uh-huh. Big Bro's with me, so, okay. Mein Gott, ey. Dojima, du bist eine Belastung für Nanako. Dad says he's coming home tomorrow. Natürlich. But I'm not lonely, you're here with me. Es ist nur traurig, wenn du das sagst, weil ich werde auch irgendwann weg sein. Was machst du dann denn? Und Nanako lächelt fröhlich und ich weine innerlich. It's cold today too. Ja. Ja gut, du hast ja auch nur einen Rock an, ne? Ah, das sind die Wärmedecken, oder? Oh, das ist ja cool. Na dann. Holt mal das oder die Kotatsu. Oh, geil. Das ist bestimmt echt bequem. Ihr habt den Kotatsu aus dem Schrank gezogen. Okay, I'm turning it on. Und dann steht alles in Flammen. Funktioniert nicht, ist kaputt. What? It's not coming on. Na toll. It looks like it's broken. Vielleicht muss ein Stecker reinstecken, weiß ich nicht. Hat er so ein Ding einen Stecker? Ich hoffe mal. Nanako ist enttäuscht. Kaufen wir einen billigen? Nein, kaufen wir den besten. Ich bin doch reich hier, also. Oh, Juness, jetzt haben wir das. Oh Gott. Jetzt haben wir was ausgelöst. Juness! Du siehst schon, wie sie anfängt zu zittern und weißt du, so richtig so wie so ein, weiß ich nicht, so wie auf dem Zug, ja. Oh, die ist vollkommen indoktriniert, oder? Vollkommen. Du hast Nanako versprochen, mit ihr shoppen zu gehen. Und ich glaube, sie, wenn wir einmal da waren, ja, dann wird sie immer wieder und immer wieder fragen. Naja. Oh. Heute Nacht regnet es. Im Fernsehen könnte etwas erscheinen. Vielleicht auch nicht mal gucken. Und? Oha. Okay, die Person ist relativ klein. Jemand ist erschienen. Es ist eine Silhouette. Aber sie ist noch verschwommener als sonst. Erkennt sich mal das Geschlecht der Person. Aber es ist auf jeden Fall, ja, ein kleiner Mensch, ne? Sieht zumindest so aus. Na toll, okay, da haben wir ja schon mal unseren nächsten Palast hier, scheinbar. Hey, ja. Really blurry, but you saw someone on the screen, right? Ja, wir haben uns alle gesehen, glaube ich. Hm. Scheiße. Ja. Let's get together as soon as we can tomorrow. The one just now was too blurry to jump to any conclusions. But maybe someone has an idea of who it might be. We definitely need to talk. Ja, ja. Just remember to keep your schedule open tomorrow after school. Nö, ich habe andere Sachen zu tun. Nein, ich meine. Wenn wir irgendwas, ich weiß nicht, irgendwas Aufschlussreiches aus dem Gespräch herauskriegen, du gehst schlafen. Na dann, mal gucken, was unser Gespräch hervorbringt hier, ne? I watched the Midnight Channel last night, as you suggested. Ja, und wir haben alle gesehen, was wir gesehen haben. To think a master of deduction and evidence would strain her eyes over an urban legend like this. Ja, auf das Niveau bist du jetzt schon gesunken, ne? And yet, ja. I definitely saw someone. Could any of you tell who it was? From a fuzzy picture like that, no way. Ja, diesmal aber die Silhouette zumindest habe ich auch nicht erkannt, muss ich sagen. Die Silhouette ist diesmal auch wirklich... nicht so offensichtlich wie bei allem, was wir vorher gesehen haben. How about the regular TV? Has anyone become famous around here lately?
I can't think of any offhand. Yeah. I suppose there was that politician who visited to quell the rumors about the fog. But the chances of him being the one are slim. Yeah. He returned immediately to the city after his inquiry. Und außerdem muss das ein sehr kleiner Politiker gewesen sein, wenn das so war, ne? Tja. Huh. What's the matter? Oh yeah, they stuck you with the midnight shift for falling asleep on the beds and housewares. Tja, Teddy, ne, so, ne, du musst halt, wenn du arbeiten musst, musst du arbeiten, dann kannst du nicht pennen, ja, weißt du. I told you to use the TV in the electronics department, right? Did you remember to check it out? How rude! I made a promise with Nanako-chan and I'm serious about living. From what I saw, wasn't the person on TV last night pretty small? Ja, sag ich doch, ne? I don't know. It was too blurry to make out any details, including how tall or short they were. Ja doch, man konnte schon die Größe ausmachen. Also, finde ich schon. Probably just a dream or your imagination. Nee, ich hab's auch gesehen. Either way though, did you sense anyone in that world? Ja. Nope, no one's come so far. Okay. Then immerhin. We might have to wait one more night and see. Yeah, I guess so. Na, ja, bin ich mal gespannt, was jetzt passiert hier. Good thing it looks like the rain will keep up all night. Don't forget to check again later on. Ja, kriegen wir hin. Na dann, Leute. Und mal wieder Midnight Channel anschalten. Hey, I'm back. Oh, er kommt zurück. Welcome back. Na, schön, dass er jetzt. Oh, der war den ganzen Tag weg und kommt erst am nächsten Tag wieder am Abend zurück. Dad, the Kotatsu is broken. Can me and Big Bro go buy a new one? The Kotatsu? Oh, it's already that season, huh? Ja. Yeah, the weather has been odd lately. Ja, es ist halt kalt, was willst du, ne? Da muss man sich ein bisschen aufwärmen hier. All right, I'll leave it up to you. Get whichever kind you want. Na, immerhin. Das ist ja nett von dir. Is that a letter? It's for you. Lies den nicht. Das ist wahrscheinlich wieder eine Morddrohung oder sowas, ja. Ja. Der ist nicht adressiert. Der Brief ist adressiert an Herrn Flipsy Schnipsy. Na, wenigstens hat der Mörder auch irgendwo Anstand, ne? Also... Er hält die Anstandsregeln ein. Steht aber kein Absender darauf. Es sind auch keine Stempel oder Briefmarken zu sehen. Ja, liest das natürlich, wenn der hinter dir steht, weißt du? Auf dem Blatt steht nur ein einziger Satz. Hör endlich auf, sonst wird jemand reingeworfen, getötet, der dir nahesteht. Hat er etwa noch eine Warnung geschickt, weil wir jemanden im Midnight Channel zu sehen, weil da jemand zu sehen war? Na, das war klar. Hey! What the hell is this? Aber Flipsy, du bist auch total dumm. Also wirklich, das machst du direkt vor ihm. Warum du nicht mal auf dein Zimmer gehst und das irgendwie, als er für dich liest oder so. Not often we get letters with no return address on them. Ja, das war ein Scherz. Das ist nur ein Scherzbrief. Ja. So, I was right. Nein, warst du nicht. Alles gut. Be straight with me. You're involved in the case, aren't you? What are you up to? Das ist ein Zufall, also. Ach komm, scheiß drauf, Wahrheit, hier. Du sagst ihm die Wahrheit. So you're not gonna be honest with me. Hey, ich hab dir doch die Wahrheit erzählt, du Arschloch, was jetzt? I've been treating you like family. That's why I never questioned you on this. Jetzt will ich rauswetten. But I see that was a mistake. I should have intervened much earlier because I care for you. Okay. I will have the truth from you today. Hab ich doch gesagt! Dad? Ja. Jetzt sei mal nicht so ein Arschloch, Toshima. We'll continue this somewhere else. But I'm not letting you leave until I'm convinced. This is for your own good, got that? Alter. Ey, ganz ehrlich, Toshima, ganz ehrlich, dafür, dass ich mir deine ganzen Probleme angehört habe, ne? Und endlich mal ein guter Vater für Nanako war, It's alright. We're not fighting. Nee, überhaupt nicht. Du drohst mir gerade nur. Also. We'll be right back. So don't wait up for us to get to bed, okay? Nanako hat Angst. Ich habe auch Angst. Was passiert jetzt hier? Wir sind bald zurück. Okay. Ich hoffe. I'll be waiting. Na, wie immer. Das war auch nicht so schlau, die jetzt einfach alleine zu lassen. Später am Abend auf der Polizeiwache. I'll hold on to this. Oh, ey, jetzt ist gut, Junge. Was zum Teufel? Wer hat dein Handy abgenommen? Meine Güte.
Was ist das für ein Typ hier, ey? Now speak up. What have you gotten yourself into? What was that warning letter about? Why would you be sent something like that? Ich hab's dir doch gesagt. Ach komm, weiß ich nicht. Es ist egal, du erklärst ihm alles. Hört mir doch eh nicht zu. Persona? People going inside a TV? Ja, glaub mir, ist alles richtig. I thought you'd finally tell me what's really going on here. Ja, mach ich doch. Enough. That's enough. Ja, gut. Also von mir wäre es wahrscheinlich scheißegal gewesen, was wir ausgewählt hätten. Der hätte uns so oder so nicht geglaubt, ne? Ja. Half a year wasn't long enough for you to trust me like your old man. Ja, also ich sag mal, du solltest nicht solche Wörter wie Vater in den Mund nehmen, ne? Wollen wir ganz ehrlich sein. Open up to me a little. Ein bisschen, ja. It's a shame. Aber so sind die Erwachsenen. Ne? Nie glauben die einem, was man sagen möchte. Ja. Stay here for the night. Toll. Whoa, sorry. Ja, den solltest du aus dem Weg gehen, der Dutchie, ganz ehrlich. Ich hab das gerade nicht so gut drauf hier. Inside TVs and personas, huh? Well, you can't blame him. I mean, sure, I want to believe you. Ja, dann glaub mir halt einfach, Mensch, ich bin flipsy. Jeder glaubt mir. And I know Dojima-san brought you here and asked you those questions because he wants to believe you too. Plus, you know, you'll be safe here. Naja, könnte ich mir schöneres vorstellen, als auf einer Polizeiwache zu übernachten, ne? He probably freaked out once he saw that letter and thought he had to protect you. Like what a father would do for his son. I think he cares for you a lot. Naja. So, yeah, don't take it so hard. Ich weiß, Adachi, ich weiß das zu schätzen, was du sagst, aber trotzdem, ich meine, totale Überreaktion. Wir haben das bis jetzt nicht geschafft, also schaffen wir den Rest auch. Dojima-san started looking into people involved with the first case again. Guess he wasn't satisfied with the way the case wrapped up after all. That's why he's even more sensitive about this and that. Was? I better shut up now before I get chewed out again. Gott, ey, der rastet ja komplett aus, der zerstört gerade sein eigenes Büro wahrscheinlich, schmeißt Sachen durch die Gegend, ja. Alright, I'll be just outside. If you need anything, let me know. Alles klar. Wenigstens ein Netter hier auf der Polizeistation.